Ich begrüße euch das allererste Mal hier von der Karawankenbahn, hier von der ÖBB-Baureihe 1293, in Deutschland bekannt als 193 im Vectron. Wir fahren den Euronight hier mit Nightjet-Wagen, mit ÖBB-Sitzwagen hinter uns bespannt. Und das ist unser Zugpferd, der Vectron. Und wir gehen mal in den Führerstand und rüsten mal soweit auf, was wir noch machen können. So, Fahrtrichtungswende nach vorne, PZB an, die Türen einmal auf. Gucken, dass die Türen auch offen sind. Genau, die Türen sind offen. Wir stehen hier gerade in Villach in Österreich und fahren nach Jesenice. Das ist praktisch in Slowenien. Ja, nicht nur praktisch, sondern das ist halt in Slowenien. Genau, und dann gucken wir mal, dass wir noch die Lichter. Ja, die Lichter sind an. Und hinten haben wir zweimal rot, hoffentlich. Jawohl. Genau. Das passt dann soweit. Dann können wir die Türen auch schon schließen. Gucken, ob die Türen noch zu sind. Okay, Türen bleiben noch einen Moment offen. Dann ist das so. Genau. Können auch die Instrumentenbeleuchtung hier anschalten. Und dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Hier ist nichts interaktiv. Das ist der Vectron von RSSLO. Genau. Na, schließen sich jetzt mal die Türen. Ne, sind noch offen. Ja, wir stehen hier gerade in Villach Hauptbahnhof, ne, einer der letzten größeren Bahnhöfe in Österreich vor der slowenischen Grenze. Hier steht noch ein Taurus, da steht auch noch einer hier mit ÖBB-Wagen. Also, ich glaube, die Türen sind zu. Jawohl, Türen sehen zu aus. Dann einmal die Bremse lösen. Und wir fahren an. So, Ausfahrt mit 40. Wobei fährt man nicht in Österreich sogar immer mit den hellsten Lichteinstellungen? Ja, ne? Habe ich so mal gehört. Ach, ja. Pardon, mein Fehler. Moment. Ja, hätte ich natürlich bestätigen müssen. Mein Fehler. Tja, das ist das Problem, wenn man zu viel in der Außenkamera unterwegs ist, ne? Dann passiert sowas mal. So, dann fahren wir jetzt aus Villach hier aus.
dürfen ab hier 100 fahren. Allerdings werden wir jetzt erstmal hier über diese Weichen, glaube ich, geleitet. Über die dort. Ich glaube nicht, dass wir da schon 100 fahren dürfen. Hier fahren wir vorbei an Villach Westbahnhof und gehen mal hoch auf die 100. Vmax sind 200 km/h. Unsere Wagen lassen, glaube ich. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, wie viel unsere Wagen eigentlich zulassen. Müssen wir mal nachgucken. Also die Nightjet-Liegewagen hier, die lassen auf jeden Fall ein bisschen mehr zu. Die lassen 200 zu, ne? Also der Wagen schafft auch 200. Okay, dann dürfen wir tatsächlich, glaube ich, 200 fahren. Aber gut, wir dürfen eh nicht 200 fahren auf der Strecke. Ich glaube nämlich nicht, dass hier eine LZB oder sowas verbaut ist. Was ich mich eher frage, ist hier eigentlich eine AFB verbaut? Jawohl, scheint wohl der Fall zu sein. Na? So runter auf 80. Jawohl, die haben wir erreicht. Nee. Immer noch zu viel. Jetzt haben wir 80. Die Frage ist, geht das auch schon oder werden wir schneller als 80? Nee, wir werden schneller als 80. Können wir die AFB hier irgendwo anmachen? Nee. Wie kriegen wir die AFB an? Das ist jetzt mal eine gute Frage, ne? Ab hier, boah, weiß ich nicht, ist das Panther runter? Nee, ne? Weil wäre eigentlich nur, glaube ich, Hauptschalter raus. Haben wir jetzt mal nicht gemacht. Und das sieht aus wie 80. Ja, zu der Strecke habe ich übrigens so eine Art, ja, persönlichen Bezug, weil ich selbst schon mal im Nachtzug auf dieser Strecke unterwegs war.
einfach nur 70 fahren. Schön hier diese Kurvenüberhöhung, ne? So, mal einen kleinen Schluck Tee getrunken und weiter geht's. Hier vorbei an irgendeinem Haltepunkt. Und ab hier gelten 80. Wäre irgendwie schön, wenn RSSLO Strecken für den TSW bauen würde, ne? Die sind ja sehr stark fokussiert und spezialisiert auf Österreich und Slowenien, ein bisschen auch Italien. Es wäre auf jeden Fall ordentlich Abwechslung mal. Nur sind deren Fahrzeuge in der Regel nicht in der allerbesten Qualität. Da müsste man dann nochmal irgendwie Hand anlegen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Das wäre schon schön, wenn die AFB funktionieren würde. Leider habe ich mir nicht das Manual oder sowas rausgesucht für die 193. Wie man hier die AFB anschaltet. Wiper, nee. Ich dachte, es würde einfach reichen, hier den Hebel nach vorne zu verlegen. Hier ist ja auch sonst nichts bedienbar. Ja, schön, ne? Ja, immer mal wieder Train Simulator ist auch klasse. So, der mag zwar schon ein bisschen älter sein, so, ne? Aber der hat auch seine Qualitäten. Ja, die große Stärke des Train Simulators ist ja, gar keine Frage, ist ja die Variabilität, die man da so hat, sowohl als an Rollenmaterialien, Material als auch an Strecken. Dass wir hier einfach im Train Simulator in so vielen verschiedenen Ländern fahren können. Mit so vielen verschiedenen Zügen. Teilweise auch in guter Qualität, ne? Da gibt es ja durchaus Payware-Hersteller, die auch echt gutes Zeugs abliefern. Natürlich ist nicht alles immer durchgehend in hervorragender Qualität, ne? Also sagen wir mal hier, der Vectron ist jetzt, naja, der ist okay, aber fühlt sich jetzt nicht so vom Fahrverhalten her besonders realistisch an. Ich glaube, da müsste man eher so die K-Trains-Variante sich da mal zu Gemüte führen. Aber die ist wiederum so dermaßen realistisch, dass man, glaube ich, erstmal eine halbe Stunde braucht, um die Kiste überhaupt zum Fahren zu bringen. Es gibt ja auch zum Beispiel den Taurus von RWA, der ist ja auch wirklich klasse. Die Variante von RSSLO hingegen ist halt so lala. Aber dafür haben wir halt wirklich so viele Strecken aus Österreich und ja, vor allen Dingen einfach aus Österreich. Und das fehlt halt zum Beispiel komplett im TSW. Ne? So österreichische Strecken.
Und im Train Simulator muss man sagen, da ist Österreich mittlerweile extremst gut abgedeckt, was so Strecken angeht. Vor allen Dingen einfach dank RSSLO. Ja, unterwegs sind wir auf der Karawankenbahn. Eine ewig lange Strecke, die hier unten beginnt in Ljubljana. Wunderschöne Stadt übrigens. Kann ich nur jedem empfehlen. Und dann geht das bis hier oben nach Treviso Bosco Verde. Das ist in Italien, der Streckenzweig hier. Und der Streckenzweig, den wir befahren, das ist halt der hier ab Villach. Wir fahren hier über Villach. Das hier ist Fornitz, Gödersdorf. Und wir fahren, glaube ich, bis hierhin. Ne, das ist Rosenbach. Jesenitza kommt, glaube ich, nach Rosenbach. Da ist Jesenitza. Genau. Ich sehe etwas Quittierungsbedürftiges, glaube ich. Jawohl, wir haben anscheinend halt zu erwarten, wenn ich den Signalbegriff richtig interpretiere. Lassen wir mal rollen. Ich weiß nicht, wo das Signal steht, deshalb. Ah, okay, da vorne. Okay. Die Ankündigung auf 70 zu dem. Wir warten vermutlich auf den Zug da vorne. Vielleicht können wir schon direkt weiterfahren. Ohne über den aktiven 500er zu fahren. Komm schon. Na los. Ja, okay, das wird knapp. Ja, okay. Leider. Na, 5 Minuten, genau, ist weg. Und wir dürfen auf die 90 hoch.
Ja, wir sind gerade da so und haben noch ein bisschen was vor uns. Ach, verdammt. Da. Eine Seitenansicht. Sehr schön. So, Vorsignal ist grün, sehr schön. So muss das. Einmal durch den nächsten Bahnhof durch. Mitten hier im Nirgendwo. Wer hier wohl lebt? Muss bestimmt nicht das, wird wohl nicht das spannendste Leben sein. Bestimmt hat man aber trotzdem besseres Netz als in den meisten Orten in Deutschland. Ja, das mit der AfB wird hier nichts, ne? Keine Ahnung, wie man die anmacht über den Führerstand. Und die Tastenkombi kenne ich leider auch nicht. Vergebt es mir. Ich bin nicht der Geübteste, was den Train Simulator angeht. So, das ist, glaube ich, eine Ankündigung auf 60. Ja. So, 60 sind erreicht. Hier gelten die 60. Wir haben, glaube ich, übrigens keine Innenansicht. Nee. Aber hier die Kameras durchgewechselt, haben leider keine Innenansicht in den Passagierwagen. Auch schön, wie tief die Wolken da sind. Leider geräuschtechnisch kein Unterschied, dass die Fenster offen sind. Das Fenster lässt sich gar nicht öffnen. Ein paar Güterwagen, die abgestellt sind. Da kommt uns ein Kollege entgegen im Taurus. Und ab hier gelten die 70. Natürlich erst, wenn wir dran vorbei sind. Also jetzt so Pi mal Daumen.
Und einmal in den Tunnel rein. Ach, schön, wie es hallt. Das gefällt mir sehr. So muss das. Gefühlt macht es auch keinen Unterschied hier mit den Lichteinstellungen, ne? Och. Nee. Gruselig irgendwie, komplett dunkel. Wie lang wohl dieser Tunnel ist? Ui, da kommt, glaube ich, einiges auf uns zu. An Tunnelfahrt. Ja, wie gesagt, die Strecke und die Lok sind von RSSLO. Und die haben ja einiges im Petto, was so Österreich und Slowenien, glaube ich, angeht. Ich glaube, ein, zwei deutsche Strecken haben die ja auch gemacht. Und sind da immer fleißig am Bauen. Weitere österreichische Strecken. Ich glaube, das Team von RSSLO hat selbst ihren Sitz in Slowenien, meine ich. Oder in Österreich. Aber ich glaube, aber in Slowenien. Ja. Entsprechend gibt es da natürlich eine gewisse Nähe. In Slowenien fährt ja auch viel österreichisches Rollmaterial. Ne? Da sieht man auch, in Ljubljana zum Beispiel, sieht man auch sehr viele ÖBB-Wagen und Taurus-Loks durch die Gegend fahren. Ich sehe eine Ankündigung auf 50. Und ab hier gelten dann die 50. Können wir auch gerade sehr gut halten, die Geschwindigkeit. Das ist aber echt ein langer, langer Tunnel. Wie lange geht er denn? Wo sind wir denn gerade? Da. Ah, fast die Hälfte geschafft. Noch ein Stück. Und das ist dann Jesenice. Dann sind wir auch schon da. Ups. Genau. Also, mal gar keine so lange Fahrt heute. Aber ich dachte mir, es wäre einfach mal wieder Zeit, ein bisschen im Train Simulator mal zu gucken, was da so geht, was es da so gibt. Ne? Hier in Ljubljana ist auch echt viel los.
Tja, Tunnelfahrt, ne? Was soll man dazu sagen? Kannst du mal das große Licht hier anmachen, dann sehen wir vielleicht einfach ein bisschen mehr. Ja, im Führerstand, ne? Attenzione, presenza Scalini con profondità ridotta. Hier die Bremsgewichte. Ich weiß gar nicht, in welcher Bremsstellung wir fahren. Vermutlich in R, ne? Können wir natürlich nicht ändern. Haben wir doch die Rangiersteuerung nicht bedienbar. Auch interessant, dass der Vectron maximal 160 km/h in Italien fahren darf. Aber außerhalb Italiens darf der, ist der Fisch mehr zugelassen. Warum? Da sind wir jetzt im Tunnel. Haben es aber fast geschafft. Was ist eigentlich dieses P hier? Ich weiß ja nicht, warum wir eigentlich so langsam nur fahren dürfen hier in diesem Tunnel. Das ist ja eigentlich eine ziemliche. Also, sie fahren ja nur geradeaus. Sicher Licht am Ende des Tunnels. Uhu. Und dann sind wir auch schon. Ups. Nur noch 3 Kilometer entfernt von Jesenice. Noch endlich. Man ja schon fast Beklemmungen. Ab hier sind 70. Und jetzt sind wir, glaube ich, aber auch schon in Slowenien, ne? Ich glaube, wir sind mittlerweile in Slowenien. Wenn ich mir jetzt mal so auch so die Infrastruktur angucke, sieht nicht mehr nach Österreich aus. Genau, ja, slowenische Signale hier. Gut, ich weiß nicht genau, was das Blinken jetzt heißt. Aber wir mussten das auf jeden Fall bestätigen. Bestimmt heißt das Geschwindigkeitseinschränkung auf, weiß ich nicht. So, da haben wir. Das sieht aus wie ein Halt zu erwarten. Und die Ankündigung auf 35, genau, Einfahrt im Bahnhof Jesenice ist mit 35 km/h. Also die PZB dürfte eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr an sein in diesem Sinne, weil hier ist ja keine PZB verbaut.
Also ich bestätige das jetzt trotzdem, weil ich nicht genau weiß. Ja, der Simulator triggert nämlich trotzdem. So, das ist irgendwie so eine Trennstelle. Ich weiß auch nicht, was dieses Symbol hier heißen soll. Ich bestätige es mal. Die Trennstelle ignorieren wir jetzt einfach mal geflissentlich. So, ab hier gelten die 35. Und dann fahren wir ein in den Bahnhof von Jesenice. Hier noch ein Taurus abgestellt. Ein paar Güterwagen. Oh, wir müssen über die Weiche. Was mich ja echt stört, ist, dass das Fenster so weit hinten ist, dass es nicht hier ist. Ne, auch hier auf der Seite. Hier gehört eigentlich das Fenster nicht da. Und dann halten wir hier. Incorrect System Selection. Ja. I know. Jetzt habe ich keine E-Bremse mehr. So. Turn off. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen hier aus Jesenice und wünsche euch alles Gute und alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.